Ja, herzlich willkommen jetzt zum Thema 1 in diesem Themenbereich und der nennt sich Modellierung von Kommunikation in wissensintensiven Prozessen. Etwas sperriger Titel, aber setzt quasi den Rahmen für das, was wir uns dann in weiterer Folge in den anderen Themen dieses Themenbereichs anschauen werden. Was sind jetzt wissensintensive Prozesse? Das ist das Erste, was wir vielleicht klären müssen. Ich habe es in der Einleitung bereits erwähnt, wissensintensive Prozesse sind Prozesse, die nicht so strikt formalisierbar sind wie klassische Geschäftsprozesse. Klassische Geschäftsprozesse lassen sich ja üblicherweise Schritt für Schritt herunterbrechen, beschreiben, sodass man dann in weiterer Folge theoretisch zumindest die Personalressourcen, die dann den Geschäftsprozess durchführen sollen, dynamisch zuordnen kann und unabhängig davon, ob jemand bestimmte Erfahrung hat oder nicht, kann er dann diese einzelnen Schritte durchführen, sofern die grundlegenden Kompetenzen zumindest vorhanden sind. Bei wissensintensiven Prozessen ist es meistens nicht so. Bei wissensintensiven Prozessen sprechen wir von Abläufen, die unschärfer definierbar sind, die vager sind, bei denen sich die einzelnen Schritte nicht exakt herunterbrechen lassen und vor allem zumindest nicht exakt in einer Reihenfolge anordnen können, also oder anordnen lassen. Das Problem in diesem Zusammenhang ist dann üblicherweise, dass abhängig von externen Einflussfaktoren, je nachdem welchen exakten Fall man hat, wo die einzelnen beteiligten Akteure dann zusammenspielen, unter welchen Rahmenbedingungen das passiert, sie dann unterschiedlicher Prozesse gibt, so dass es nur sehr schwer oder sehr mit sehr hohem Aufwand verbunden möglich wäre, das in einem klassischen Geschäftsprozess zu modellieren. Was aber üblicherweise halbwegs stabil bleibt, zumindest und vor allem beschreibbar bleibt, ist die Kommunikation und Koordination zwischen den Akteuren. Das Verhalten der Akteure ist abhängig vom Kontext, also von den Rahmenbedingungen. Die Kommunikation zwischen diesen lässt sich üblicherweise beschreiben. Und das ist der Ansatz dann im Geschäftsprozess, in der Modellierung von wissensintensiven Prozessen, dass man hier versucht, dann die Kommunikationsvorgänge in erster Linie in den Vordergrund zu stellen und das Verhalten, sofern es beschreibbar ist, dann zu beschreiben, aber das zumindest flexibel oder dynamisch austauschbar zu machen. Wie gesagt nochmal, im Vergleich zur BPMN, wo man im Vordergrund als primäre Strukturierung immer den Prozess an sich, also den Ablauf haben und die Kommunikation dran gehängt wird, drehen wir das bei wissensintensiven Prozessen um, modellieren als erstes und dann auch als Hauptstrukturierung die Kommunikationsvorgänge und hinterlegen es dann, sofern möglich und sinnvoll, mit Verhaltensmodellen. So, das steht da jetzt alles nochmal, das ist sehr textlastig das Ganze, aber es steht hier alles nochmal beschrieben. Vielleicht da nochmal zusammengefasst, was denn wissensintensive Prozesse ausmacht. Ungewissheit beim Input und Output, das war das, was ich gemeint habe mit vagen Geschäftsprozessen, ist nicht ganz klar, was rauskommen soll, muss. Vor allem sind die Arbeitsabläufe, die Routinen sehr unstrukturiert, also das interne Verhalten der einzelnen Akteure ist nicht standardisierbar. Wann sie was ändert, also Schwierigkeit bei der Trennung zwischen dem Prozess und dem In- und Output, geht auf die Prozessgrenzen mit ein. Die Frage ist quasi, wo beginnt dieser Prozess jetzt ganz exakt, wo endet er? Eine Frage, die wir uns bei klassischen Geschäftsprozessen einmal stellen müssen, wo beginnen wir zum Modellieren, wo hören wir zum Modellieren auf, also wo endet unser Modell? Dort ist es üblicherweise relativ klar definierbar, weil es ein auslösendes Ereignis gibt und weil es dann irgendwo ein Endergebnis gibt, mit dem der Prozess dann endet. Das ist bei wissensintensiven Prozessen nicht immer der Fall. Hohe Mitarbeiterautonomie gleichzeitig nur schwer messbar, also bei klassischen Geschäftsprozessen werden wir dann im Themenbereich 5 sehen, haben wir es nicht leicht, aber grundsätzlich zumindest möglich, da Maßzahlen zu definieren, die die Qualität der Prozessdurchführung beschreiben, sowas wie Durchlaufzeiten, sowas wie Fehlerraten. Das wird bei wissensintensiven Prozessen ob ihrer Unstrukturiertheit ebenfalls schwierig. Hohe Leistungssteuerung hinsichtlich Person und Zeit meint,
dass je nachdem, wer den Prozess durchführt, der Prozess besser oder schlechter laufen kann, weil es eben um das Hintergrundwissen, um die Erfahrung der Akteure sehr stark geht. Bei klassischen Geschäftsprozessen ist das üblicherweise nicht so stark der Fall. Und ein Mangel an IT-Unterstützung, das haben wir nach wie vor nicht so gut bestückt wie in klassischem Geschäftsprozessmanagement, wo es dann Workflow-Engines gibt, mit dem Thema Social BPM, das wir uns im dritten Thema dieses Themenbereichs anschauen werden, gibt es da aber erste Ansätze, wie man auch so wissensintensive Prozesse sinnvoll unterstützen kann. Bevor wir uns jetzt den Modellierungsmethoden in dem Bereich widmen, sollten wir uns nur mal das konzeptuelle Rahmenwerk des Ganzen ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, das Denkmodell, das dahinter liegt, hinter diesen Wissen, hinter der Modellierung von wissensintensiven Prozessen. Und da gibt es ein Konzept, das nennt sich Transactive Memory Systems. Es gibt seit den 80er, 90er Jahren Forschung im Bereich von organisationalen Gedächtnissystemen. Das heißt, wo untersucht wird oder wo versucht wird zu beschreiben, wie denn eine Organisation ihr Wissen verwaltet, wie sie speichern kann, wie sie es auch unabhängig von den Akteuren vielleicht weiterführen kann, erhalten kann. Ein Ansatz da drinnen, ein relativ breites Forschungsgebiet, ein Ansatz da drinnen sind die Transactive Memory Systems und die räumen mit der Idee auf, dass man denn alles irgendwo in Dokumenten ablegen könnte, mit sinnvollen Aufwand oder so. Also wo denn klassische organisationale Gedächtnissysteme mit Datenbanken arbeiten, in die einfach sämtliche Informationen irgendwo reingestopft wird und dann hoffentlich wieder rausgeholt werden kann, geht das Transactive Memory System davon aus, dass vieles von der Erfahrung, von dem Wissen, das in der Organisation vorhanden ist, direkt an die Personen gebunden ist und dass eine adäquate Unterstützung des Ganzen davon, also dieser Arbeitsprozesse in einem Unternehmen davon abhängig ist, dass man auch weiß, wen man fragen kann. Also nicht notwendigerweise auf Prozessbeschreibungen zum Beispiel zugreifen kann, sondern abfragen kann irgendwo über eine Datenbasis, wer denn was in der Organisation weiß. Das heißt, im Wesentlichen hat dieses Transactive Memory System, und das ist dann für die Modellierung wichtig, zwei Grundkomponenten. Das sind die Individuen oder die individuellen Gedächtnisse, nennt es der Herr Wenger, der das Prinzip geprägt hat, und die Kommunikation zwischen den beteiligten Individuen, also den Akteuren. Und daraus ergibt sie im Wesentlichen, ergeben sie drei Konzepte. Das sind individuelle Gedächtnisse, also das, was jeder Akteur weiß, externe Gedächtnisse sind eben Datenbanken, Ablagen, in denen organisationale Information abgespeichert ist, sodass die Akteure darauf zugreifen kann, und eben das transaktive Gedächtnis, in dem, steht dann da unten, auch noch mit abgespeichert ist, welche Personen denn als zusätzliches externes Gedächtnis fungieren können. Also genau das, was ich vorher gesagt habe, Wissen, wen ich fragen kann. Ja? Ich habe individuelles Wissen, auf Basis dessen werden wir dann im vierten Thema in diesem Themenbereich sehen. Auf Basis meines individuellen Wissens, meiner Weltsicht, entscheide, wie ich denn in einer bestimmten Situation agiere. Wenn ich nicht weiß, wie ich agieren soll, dann kann ich vielleicht wo nachschauen. Das wäre das externe Gedächtnis, irgendwelche Dokumentationen in Ordnern, in Datenbanken, was auch immer. Zusätzlich sagt jetzt dieses Transactive Memory System, steht nur die Kommunikation im Zentrum von organisationalen Abläufen, und ich möchte eigentlich auch noch zusätzlich auf die Information, die andere Personen in ihren internen Gedächtnissen haben, zugreifen können und brauche quasi die Pfadinformation, wen ich da fragen soll oder fragen möchte. Das Ganze bleibt sehr abstrakt, steht da, man merkt sehr, wie ich jetzt da versucht es zu erklären. Wichtig zu verstehen ist, dass es nicht ein Transactive Memory System in der Organisation gibt. Ja, das ist gruppenspezifisch, gruppenabhängig üblicherweise. Es kann oder wird in einer Organisation mehrere Transactive Memory Systeme geben, wo die einzelnen Akteure Teil davon sind. Also da geht es auch um sowas wie soziale Gruppen,
Leute, die sich kennen, ein Transactive Memory System oder das Transactive Memory, die Transactive Memory Komponente, die muss nicht unbedingt irgendwo kodifiziert vorliegen, also irgendwo explizit als Dokument vorliegen. Das ist ja einfach das soziale Wissen der Akteure in der Organisation. Ja, wissen, wen ich fragen kann. Wenn wir uns die Universität anschauen, dann gibt es da nicht das eine große Transactive Memory System. Üblicherweise sind die einzelnen Institute in sich weitgehend geschlossene Einheiten, wo sie die Akteure kennen. Über Institutsgrenzen hinweg gibt es vielleicht persönliche Bekanntschaften, gibt es vielleicht fachliche Subgruppen, die sie noch bilden, aber ein gesamtes Transactive Memory System über die Universität, sodass man irgendwo zum Beispiel nachsehen könnte, wen kann ich denn fragen, wenn ich ein bestimmtes Problem habe, das ist nicht vorhanden und üblicherweise auch nicht möglich. Es geht nur darum, quasi zu wissen, Transactive Memory System ist kein organisationsweites Phänomen, sondern sind soziale Phänomene in einzelnen Arbeitsgruppen. Wenn wir jetzt gehen wir auf Themenbereich 1 zurück, wenn wir prozessorientiert denken, wären das genau diese Arbeitsgruppen, die Fachgruppen, die sich um einen Prozess kümmern, die bilden üblicherweise ein Transactive Memory System. Idealerweise, wenn man jetzt in die Aufbauorganisation einer klassischen Organisation nur schauen, würde man dann auch noch die Fachexperten für bestimmtes Problem, fürs Controlling, fürs Rechnungswesen, fürs Engineering, in einem zusätzlichen Transactive Memory System irgendwie zusammenfassen wollen, sodass die einerseits sich innerhalb der Gruppe, der Prozessgruppe austauschen können, aber auch über die Gruppen, über die fachlichen, also über die Gruppen hinweg in ihrer fachlichen Domäne austauschen können. Was hat dieses Transactive Memory System jetzt mit wissensintensiven Prozessen zu tun? Ich habe es vorher schon versucht zu beschreiben. Wenn man auf Prozessorganisation denkt, haben wir uns im Themenbereich 3 zu Beginn angesehen, üblicherweise Arbeitsgruppen, die über die Fachgrenzen hinweg an einem Prozess gemeinschaftlich arbeiten. Und in diesen Prozessen gibt es dann unterschiedliche Akteure. Und diese Akteure sind wieder die, die man im Rahmen eines Transactive Memory Systems betrachten möchte und deren Kommunikationsbeziehungen man sich ansehen möchte, also wo da die Zusammenhänge sind. Nicht nur vielleicht innerhalb eines einzelnen Prozessteams, sondern auch über diese Teams hinweg. Entweder innerhalb dann der Fachdisziplin, also dass die Experten für ein bestimmtes Fach, für eine bestimmte Aufgabe nochmal zusätzlich so eine Akteursgruppe, so ein Transactive Memory System bilden, oder das Ganze auch nochmal auf organisationaler Ebene anschauen, vielleicht auf Redundanzen achten oder Potenziale identifizieren, die man bislang im Wissensaustausch in der Organisation vielleicht noch nicht gehoben hat. Das heißt, was brauche ich im Wesentlichen, oder wo gibt es die Beziehungen? Die gibt es über die Akteure, haben wir gesagt, die gibt es auch über das Prozesswissen, also über das Handlungswissen, wie ich denn einen Prozess ausführe. Das möchte ich zugreifbar machen in einem Transactive Memory System. Wenn man es jetzt exakter anschaut, dann kann man unterscheiden, das Transactive Memory System auf individueller Ebene zu betrachten und auf Gruppenebene zu betrachten. Auf individueller Ebene gibt es üblicherweise, und wenn ich sage auf individueller Ebene, dann geht es um die Akteure, die in diesem Transactive Memory System eingebaut sind. Gibt es unterschiedliche Rollen, die im Geschäftsprozessmanagement eingenommen werden. Da gibt es Prozessverantwortliche. Ein Prozessverantwortlicher wäre jetzt jemand, wir haben das so noch nicht besprochen, das ist dann eine Frage eigentlich des Geschäftsprozessmanagements, haben wir bislang nicht gehabt. Prozessverantwortlicher wäre jemand, der die steckt im Namen drinnen, die Verantwortung für den Prozess hat, ohne notwendigerweise operativ involviert zu sein. Der Prozess-Owner ist üblicherweise jemand, der dann nicht nur verantwortlich für den Prozess ist, sondern auch dann operative Einbindung erfährt. Und der Prozess-Manager wäre jemand, der auf Management-Ebene diesen Prozess operativ und taktisch in den täglichen Betrieb einbettet. Auf operativer Ebene haben wir dann die Leute, die Caseworker ist da der Fachbegriff, die operativ die einzelnen Prozessinstanzen, also die Fälle, die auftreten, durchführen und die Knowledge Worker, die das Expertenwissen haben und dann
auch über mehrere Fälle hinweg allgemeine Aussagen über den Prozess treffen können und dann vor allem zur Optimierung beitragen können. Diese Rollen sind nicht gegenseitig ausschließend. Es kann eine und dieselbe Person auch unterschiedliche Rollen wahrnehmen. Das kann durchaus auch wechseln, dynamisch. Üblicherweise findet man aber diese fünf Rollen in der einen oder anderen Form in Organisationen, implizit oder explizit. Es gibt Organisationen, die das Geschäftsprozessmanagement eben formalisieren und diese Rollen explizit festlegen. Manchmal passiert es einfach nur implizit, dass es halt jemanden gibt, der sich für den Prozess verantwortlich fühlt. Da steht es jetzt nochmal. Mitarbeiter schlüpfen dann in diese Rollen, nehmen je nach Prozess, in dem sie involviert sind, unterschiedliche Rollen wahr und bilden somit einander überlappende, weil die Akteure in unterschiedlichen TMS drinnen sitzen, Transactive Memory Systemen drinnen sitzen, überlappende Transactive Memory Systeme. Wenn man es jetzt auf Gruppenebene betrachtet, dann sprechen wir im Sinne der Geschäftsprozessorientierung von Process Teams. Und das war das, was ich vorher schon erwähnt habe. Man könnte jetzt eben sagen, ein Process Team bildet ein Transactive Memory System, das sie definiert über den Prozess, den es durchzuführen hat. Jetzt können diese Transactive Memory Systeme formal oder informell gebildet werden, so wie ich es vorher gerade erwähnt habe. Man kann die Rollen explizit festlegen oder sie bilden sich heraus. Sie können innerhalb eines Prozesses festgelegt werden, beziehungsweise auch prozessübergreifend festgelegt werden. Bei prozessübergreifend sind wir jetzt auf der Ebene, die ich vorher erwähnt habe, mit zum Beispiel fachspezifischen Transactive Memory Systemen, Communities, wo es um den fachlichen Austausch über unterschiedliche Prozesse hinweg geht. Zum Beispiel, ich hole mir alle Prozessmanager, Projektmanager, alle Ingenieure für ein bestimmtes Problem zusammen und führe hier zu einem Informationsaustausch oder versuche hier einen Informationsaustausch in Gang zu bringen. Das wären prozessübergreifende Transactive Memory Systeme. Und dann kann man es noch orthogonal dazu auf Leitungsebene sehen. Das heißt, man kann auch Transactive Memory Systeme über Führungsaufgaben natürlich bilden und die Process Manager oder die Verantwortliche miteinander sich austauschen lassen. Damit man das alles irgendwie strukturiert verwalten kann, haben wir ja gelernt oder bedienen wir uns üblicherweise Modellierungsmethoden, mit denen man das irgendwie explizieren kann. Damit wir sowas modellieren können, brauchen wir eine Modellierungsmethode, die es uns zulässt, Akteure zu modellieren in diesen Rollen, die wir vorher diskutiert haben. Modellieren von Kommunikationsbeziehungen, und zwar nicht nur von kommuniziert mit, sondern Kommunikationsbeziehungstypen, also wir wollen da eine Qualität dahinter haben, welche Information ausgetauscht wird. Eine Abgrenzung der Transactive Memory Systeme sollte man modellieren können, das heißt, man sollte Gruppen irgendwie abbilden können, die sich da aus diesen Kommunikationsbeziehungen ergeben, und man möchte es dann in weiterer Folge, falls es irgendwie möglich ist, auch mit Prozessmodellen integrieren. Das heißt, ich habe dann einmal eine Darstellung der Kommunikationsbeziehungen, einmal eine Darstellung des Verhaltens in der Organisation, auf welcher Ebene auch immer, werden wir nachher sehen. Das kann sehr individuell sein, also dass man wirklich einzelne Modelle für das Verhalten einzelner Personen baut. Das könnte auch wieder global sein, wie so in Prozess global sein, wie in BPMN-Modellen. Man möchte aber auf jeden Fall eine Verknüpfung zwischen diesen Kommunikationsstrukturen und der Prozessebene schaffen. Wenn wir jetzt auf diese oberen beiden Sachen schauen, Modellierung von Akteuren, Modellierung von Kommunikationsbeziehungstypen, dann klingelt es vielleicht nur ein bisschen. Ganz am Anfang im Themenbereich 1 haben wir mal kurz über Value Networks gesprochen, wo es darum gegangen ist, was ist denn eine Organisation, und wenn man eine Organisation kommunikationsorientiert betrachtet, haben wir als Formalisierungsmöglichkeit die Value Networks eingeführt, und die machen genau sowas. Bei den Value Networks kann man die einzelnen beteiligten Rollen, die Akteure definieren. Man kann
die Kommunikationsbeziehungen definieren oder beschreiben, und zwar in unterschiedlichen Qualitäten, sowohl was die Tangibles, also die bewertbaren, die greifbaren ausgetauschten Werte betrifft, als auch die Intangibles, also die nicht greifbaren, die sozialen Werte, die ausgetauscht werden, betrifft, und die dann nur mal exakt erfassen, indem man die einzelnen Beziehungen auch noch beschreibt. Also das wäre schon einmal eine, neben den anderen, die wir uns jetzt gleich anschauen, eine Modellierungsmethode, die es uns erlaubt, Kommunikation im Sinne von solchen Transactive Memory Systemen zu modellieren und dann auch zu analysieren. Das haben wir nicht besprochen. Welche Networks kommen dann auch noch mit Methodenunterstützung für die Analyse, wo man sie dann genau solche unterschiedlichen Aspekte, wie gibt es denn irgendwo Informationssenken, Informationsquellen, ist jemand sehr stark eingebunden, ist jemand vielleicht überlastet, sich sowas anschaut und sich dann anschaut, wo liegen denn Potenziale, wo könnte man denn was verbessern. Die eigentliche Modellierung betrachten wir gleich im Themenbereich im Thema 4.2. Nur mal exakter. Jetzt nur mal zwei ganz kurze Inputs, die zeigen sollen, erstens, wie sich das historisch entwickelt hat und die ob ihrer Einfachheit dieses Konzept der Kommunikationsmodellierung ganz gut illustrieren. Das eine ist der Versuch, solche Kommunikationsbeziehungen mittels Modellen aus dem ARIS-Framework zu modellieren. Das ARIS-Framework kennen wir auch noch aus Thema 1.4. Da haben wir das ARIS-Haus besprochen, haben gesagt, da gibt es unterschiedliche Modellierungsmethoden. Und aus diesen Modellierungsmethoden, wenn wir nämlich auf Organisationssicht gehen, können wir uns Modelle rausgenerieren oder raussuchen, die es uns erlauben, Kommunikationsstrukturen abzubilden. Eine weitere relativ betagte Modellierungsmethode mittlerweile ist CODA, Kommunikationsdiagnose. Also eine Methode zur Kommunikationsdiagnose, die ist dann spezifisch darauf ausgelegt, Kommunikationsbeziehungen abzubilden und umfasst dann auch, so wie wir es aus den Transactive Memory Systemen gerade besprochen haben, mehrere Ebenen, nämlich die Modellierung auf individueller Ebene und auf Gruppenebene. Schauen wir uns jetzt sofort an. So, die CODA schauen wir uns am besten einfach ganz kurz anhand dieses Beispiels ab. Ich habe vorhin gerade gesagt, es gibt da zwei Ebenen, auf denen man modelliert. Üblicherweise beginnt man mit der Erhebung auf der unteren Ebene und versucht zu identifizieren innerhalb der Organisation im ersten Schritt, welche Stellen gibt es denn, also was sind hier die blauen Kästchen, wer sind denn die Akteure, mit denen wir es zu tun haben in unserem Betrachtungsbereich. Im zweiten Schritt versucht man zu modellieren, welche Kommunikationsbeziehungen gibt es denn, und über diese Dicke der Beziehungen kann man dann die Intensität des Austausches darstellen. Andererseits lässt sich da auch noch Informationen über die Qualität der Kommunikation hinterlegen, also Qualität, die Art der Kommunikation, die da stattfindet, also die Inhalte, die ausgetauscht werden. In einem zweiten Schritt versucht man dann zu verdichten, das heißt abstrakter zu gehen. Wir kennen ja aus der Modellierung nur das Grundkonzept Dekomposition und der Abstraktion. Hier haben wir einen Abstraktionsschritt. Es wird versucht zusammenzufassen auf Abteilungsebene zwischen Transactive Memory Systemen zum Beispiel, also zwischen Transactive Memory Systemen zum Beispiel auf Abteilungsebene, so würde ich sagen, welche Kommunikationsbeziehungen sich denn hier ergeben. Als Zwischenschritt legt man die Verantwortungsbereiche innerhalb der Organisation fest. Das sind die grauen Hinterlegungen hier, wo man versucht abzugrenzen, wer denn für was verantwortlich ist. Nach welchen Kriterien man diese Abgrenzung durchführt, ist wiederum flexibel festlegbar. Das heißt, das kann wieder nach Prozessteams sein, das kann bei einer klassischen Aufbauorganisation nach Fachgrenzen sein. Man würde aber auf jeden Fall hier erkennen, wo zwischen unterschiedlichen Verantwortungsbereichen starke Kommunikation stattfindet und wo man dann damit vielleicht Verbesserungspotenzial hat, weil man die Akteure, also die Stellen in der Organisation vielleicht näher zusammenbringen sollte. Vielleicht räumlich, vielleicht auch einfach nur organisational.
Das nur erster Einblick. Noch einfacher wird es, wenn wir versuchen, Ares zu verwenden, weil Ares einfach auch nie für das gedacht war, gibt es da nur ganz wenige Möglichkeiten, wenn man sich formal den Ganzen annähert. Man kann eben in die Organisationssicht gehen, da haben wir ja Modellierungselemente, die uns organisationale Einheiten oder Stellen darstellen lassen. Im Marketing, der Autor, das Lektorat, die Administration, die Produktion oder die Herstellung. Von den Beziehungstypen sind wir dann eingeschränkt. In Ares gibt es nur diesen kommuniziert mit Beziehungstyp, der immer bidirektional ist, der also keine Aussage darüber trifft, in welche Richtung fließt denn die Information und welche Qualität hat sie. Damit stehen wir da bei Ares relativ schnell an, eignet sie also nicht besonders gut. Deswegen werden wir uns gleich im nächsten Thema sehr detailliert die sogenannte objektorientierte Geschäftsprozessmodellierung anschauen, wo es das dann viel feingranularer gibt, diese Modellierung von dort Subjekten, also den Akteuren und deren Kommunikationsbeziehungen bzw. deren Verhalten, das sie auf Basis dieser Kommunikationsbeziehungen an den Tag legen. Bevor wir da ins Detail gehen, schauen wir uns noch an, was man jetzt mit diesen Modellen machen kann. Wenn man Coda verwendet, da gibt es eben diese Methode der Kommunikationsdiagnose, die wir ganz kurz durchgehen jetzt, auch nur sehr kompakt, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Im Thema 4.4 werden wir uns dann die Methode Compare anschauen. Mit Compare kann man das dann wiederum viel detaillierter machen. Da werden wir dann auch ins Detail gehen. Mit einer Kommunikationsdiagnose möchte ich, wenn wir uns an das Coda-Diagramm von vorher gerade erinnern, wo wir gesagt haben, das mit den Verantwortungsbereichen und den Kommunikationsbeziehungen, die über die Verantwortungsbereiche hinweggehen, identifiziert vielleicht Verbesserungspotenzial. Möchte man also einen Schnittstellenabbau erreichen, man möchte die Abläufe, die in der Organisation passieren, transparenter und einfacher gestalten, man möchte die Informationsqualität erhöhen, das heißt den Akteuren verbesserten Zugang zu Informationen geben, also Informationsdefizite abbauen und die Zuverlässigkeit der Informationen steigern, das ist die Informationsqualität. Und abhängig von den Bedürfnissen idealerweise der beteiligten Akteure Informationen bereitstellen. Das heißt nicht one size fits all, sondern abhängig von der Situation und dem Hintergrund der einzelnen Akteure idealerweise maßgeschneidert die Informationen bereitstellen, die die jeweilige Person in der jeweiligen Situation benötigt. Muss man dazu sagen, Thema seit den 90er Jahren funktionieren, tut es bis heute nicht, ist nach wie vor aktuelles Forschungsthema. Es ist nicht ganz klar, wie man das mit vertretbarem Aufwand und in hinreichend guter Qualität, sodass es auch einen Mehrwert bietet, realisieren kann. Was schaut man sich an, wenn man so eine Kommunikationsanalyse macht? Das ist die Anzahl der Kommunikationskanäle. Also je stärker vernetzt die Organisation ist, desto aufwendiger ist die Kommunikation, desto besser ist vielleicht auch der Austausch untereinander, aber irgendwann wird es vielleicht ineffizient, wenn man nur mit Kommunizieren beschäftigt sind. Gibt es Kommunikationsschnittpunkte? Das heißt, gibt es Akteure, wo sie die Kommunikation bündelt, die kritisch sind, wenn sie ausfallen würden? Das heißt, bricht die ganze Organisation zusammen, wenn irgendjemand krank wird, weil über den die ganze Kommunikation läuft. Auch solche Sachen möchten wir erkennen. Gibt es da drinnen rein vernetzte Strukturen oder hierarchischen Aufbau? Das heißt, klassischer Aufbauorganisation haben wir üblicherweise hierarchische Berichtswege, hierarchische Kommunikation. Wer berichtet an wen, ist dann immer die Frage im Management und erst auf den Management-Ebenen den horizontalen Austausch zwischen dem mittleren Management und dem oberen Management. Möchte man das? Möchte man das vielleicht nicht? Möchte man vielleicht den Austausch schon auf operativer Ebene verstärken? Weglängen, die Entfernung der Knoten im Sinne der organisationalen Entfernung, das heißt, können die Leute, haben die Leute überhaupt die Möglichkeit miteinander zu reden, wissen die was voneinander, über wie viele Links müssten denn die kommunizieren, wenn sie miteinander kommunizieren möchten und wenn sie direkt miteinander kommunizieren, wie einfach ist das für die Personen? Auch das will man versuchen herauszufinden. Und die Kommunikation, Richtungen. Ist die Kommunikation soweit formalisiert, das ist vielleicht jetzt an der Stelle wichtig,
Ist die Kommunikation soweit formalisiert, dass sie überhaupt eine bestimmbare Richtung hat? Also gibt es eine Informationsweitergabe definierbar von Akteur A zu Akteur B? Oder ist es einfach ein informeller Austausch, bei dem man nicht sagen kann, wer jetzt wem Information gibt? Je exakter das bestimmbar wird, desto einfacher ist es dann vielleicht auch einen formalisierbaren Prozess zu definieren, weil desto einfacher wird es dann zum Beispiel auch das in BPMN abzubilden, wo ja eine Nachricht eine bestimmte Richtung braucht, also wo man Kommunikation in Nachrichten fassen müssen. Sehen wir dann auch bei der subjektorientierten Geschäftsprozessmodellierung, auch dort haben wir die Anforderung, die Kommunikation in disjunkte Nachrichten herunterzubrechen und dann denen eine Richtung zuzuweisen. Reine soziale Kommunikationsvorgänge sind nur sehr schwer abbildbar. Das hat man zum Beispiel auch in der BPMN erkannt und dafür ja die Choreografiediagramme eingeführt, wo sie Kommunikation einmal kapseln lässt, wo man nicht im Vorhinein, zumindest wenn es noch nicht um die technische Unterstützung geht, sagen muss, wer denn mit wem exakt zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Inhalt kommuniziert. Genau, fassen wir ganz kurz zusammen, was möchte man denn bei wissensintensiven Prozessen, bei der Modellierung wissensintensiver Prozesse alles erreichen. Wir möchten so weit möglich, wie gesagt, das ist vielleicht nicht immer möglich, den Prozessablauf erfassen. Je vager der Prozess ist, je schwächer strukturiert er ist, desto beschränkter werden die Möglichkeiten hier. Man kann aber üblicherweise zumindest noch die Kommunikationsstrukturen erfassen. Erfassung des Prozesswissens ist ein Thema. Wie komme ich überhaupt zu dem Prozesswissen? Gibt es die Methoden der Kommunikationsdiagnose? Wir werden uns in Thema 4.4 auch noch eine Methode, das ist Compare, anschauen. Aktualität des Prozesswissens, das heißt, es hilft an sich, es hilft ja nichts, wenn man das irgendwo in einer Datenbank hat, einmal erfasst und die Rahmenbedingungen ändern sich, dann müsste sich irgendwie das Wissen auch aktualisieren lassen. Man muss begreifen, dass eben der Geschäftsprozessmanagementzyklus tatsächlich ein Zyklus ist und hier bei schwach strukturierten Prozessen noch viel mehr, dass es wirklich ein permanenter Prozess der Reflexion und des Monitorings und der Erfassung sein muss. Erfassung von Kontext ist jetzt das Thema, das ich immer wieder so am Rande einfließen habe lassen. Um adäquate Unterstützung anbieten zu können, möchte ich in den Modellen ja auch noch die Rahmenbedingungen mit erfassen können, die unter denen ein Prozess ablaufen kann. Und diese Rahmenbedingungen, diese Einflussfaktoren, das wäre der Kontext, in dem ein Prozess abläuft. Nur wenn ich Informationen darüber überhaupt abbilden kann, kann ich dann situationsabhängig Unterstützung anbieten. Nur wenn in meinen Modellen hinterlegt ist, unter welchen Rahmenbedingungen zum Beispiel ich mit einer bestimmten Person kommunizieren muss oder sollte, kann ich dann, wenn diese Situation auftrifft, jemanden, der operativ mit dieser Aufgabe beschäftigt ist, entsprechend den Hinweis vielleicht zur Verfügung stellen. Damit es funktioniert, muss ich auch die Kommunikationsstrukturen erfassen, auch die sollten natürlich aktuell bleiben, gerade bei Kommunikationsstrukturen, die sind akteursabhängig, ist es noch viel wichtiger, ständig auf die Aktualität zu achten. Damit es irgendwie handhabbar bleibt, braucht man Unterstützung dieser Modellierung. Wie das ausschauen kann, sehen wir in den nächsten Themenbereichen. Und idealerweise, und jetzt kommen wir ganz am Anfang zurück, schaffen wir es, die formalisierbaren Teile der Organisation, wo wir Prozessmodelle verwenden können, mit den schwächer strukturierten, kommunikationsorientierten Aspekten der Organisation irgendwie so zu verknüpfen, dass man operativer Mehrwert schaffen kann, dass man die Akteure, die in der Organisation in Prozessen tätig sind, mit den entsprechenden Informationen oder Hinweisen auf Kommunikationsbeziehungen, auf der Austauschmöglichkeiten ausstatten kann. Das haben wir gesehen, ja, gibt es viele Einflussfaktoren und ich habe vorher schon erwähnt, das ist kein gelöstes Thema. Es gibt da nicht den Standard oder das Standardprodukt oder den wissenschaftlichen Standard, wie man das macht. Es gab viele Versuche, das mit technischen Möglichkeiten zu realisieren bis irgendwo Mitte der 2010er Jahre, 2005, 2007 hört das irgendwann einmal auf, wo man dann erkannt hat, okay, der rein technische Zugang hilft uns nicht, wir können nicht alles formalisieren, wir brauchen
Ein soziotechnisches Systemverständnis, kommen wir wieder in Themenbereich 1 hinzu, und müssen die Akteure irgendwie als aktive Einheiten auch mitdenken und nicht nur als Ressourcen sehen, die man im Prozess zuordnen kann. Jetzt, dann kommen wir zu diesem Konzept des Transactive Memory Systems. Und in der Modellierung versuchen wir das zu fassen, indem wir die Akteure und deren Kommunikationsbeziehungen explizit abbilden und dann versuchen, aus diesen Repräsentationen der Kommunikationsbeziehungen einmal operative Arbeitsunterstützung abzuleiten und auch Verbesserungspotenzial abzuleiten. Wie solche Modelle ausschauen können, schauen wir uns jetzt im nächsten Thema, im Thema 2 dieses Themenbereichs, nochmal genauer an.